Software Battle, wir treten sie an. So. Ja, da sind wir wieder, Martin. Ja, schon wieder. Schon wieder. Heute Folge 9. Ja, grüß dich, Dirk. Ja, grüß dich auch, Martin. Also, ja. So viel Zeit muss ja auch sein, oder? Ja, natürlich. Okay. Ja, heute ist eine ganz spezielle Folge von den 5 Anbietern, weil die sind ja alle doch schon sehr unterschiedlich, wie wir gesehen haben. Aber die wollen sie noch weiter differenzieren. Und was haben wir heute auf dem Programm hier unten bei Folge 9? USP. Also der Unterschied. Unique Selling Proposition, also was macht das Produkt besonders aus? Genau, wir sind gespannt, weil das war quasi eine freie Folge, da haben wir gar nichts vorgegeben. Wir haben nur gesagt, was ist euer USP? Das ist der Joker praktisch im Kartenspiel, den kann ich ausspielen. Natürlich müssen wir überlegen, was ich da sage, man muss ja gucken, was die anderen so machen. Aber keiner wusste übrigens im Vorfeld, wer die anderen sind, also keiner hatte einen Einblick, wer die 5 sind. Wir mussten also, ohne dass man die anderen kennt, diesen USP rausholen. Das macht die Sache ja so noch interessanter dazu. Ich bin total gespannt jetzt. Ich bin auch gespannt und schauen wir mal rein. Es geht los, diesmal mit HCM for All, mit Ralf Breitenfeld. Ralf, dann zeig uns mal, was bei dir besonders ist. Software Battle, wir treten sie an. Ja, Thema USP, gute Frage, Dirk. Unser USP ist erstmal, dass wir eine sehr moderne Lösung haben und die Lösung sehr individuell, schnell an die unterschiedlichen Unternehmensformen anpassen können. Ja, wir haben 3 Module. Mit HCM for Recruiting, Human Capital und Learning haben wir ein Thema in unserem Fokus, nämlich die Stellen zeitnah und schnell zu besetzen. Ja, das ist das Thema, das ich natürlich im Markt nach Kandidaten suche, mit den unterschiedlichsten Methoden, Mitarbeiterempfehlung, Social Media etc. Auf der anderen Seite aber auch dafür zu sorgen, dass die Mitarbeiter in der Organisation bleiben, mit einem qualifizierten Onboarding und mit einer Weiterbildung und mit einer Personalentwicklung, die den Mitarbeitern aufzeigen, wohin sie sich entwickeln können. Das ist mal eine unserer Kernaussagen und Kernkompetenzen. Ein zentraler Thema, warum sich viele unserer Kunden für uns entschieden haben, liegt in unserer Architektur, in der Software und der Möglichkeiten, einfache und aber auch komplexere Unternehmensorganisationen bei uns auf eine einfache Art und Weise abzubilden. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, Bereiche in einer Organisation zu belassen oder auch die Zuständigkeiten eines Felix Blumes in anderen Gesellschaften aufzuhängen. Und ein zentraler USP ist unser Dative Cockpit, wo ich die Möglichkeit habe, aus der Unternehmenssicht einen Steuerberater einzubinden, um mit ihm über diese Oberfläche fall- und mitarbeiterorientiert zu kommunizieren. Der Steuerberater übernimmt hier das Steuer und überträgt alle seine Daten in die Dativ-Umgebung. Oder aus der anderen Sicht, wenn ich in die Oberfläche gehe eines Steuerberaters, habe ich hier die Möglichkeit, bei der Steuerberater-Sicht dem Steuerberater die Möglichkeit einzuräumen. Und wenn Sie ein kleines Unternehmen sind mit 10 Mitarbeitern, 20 oder 30, wie schon mal gesagt, unser Sweet Spot ist eigentlich ab 50 bis 3.000 Mitarbeiter. Aber wenn Sie ein kleines Unternehmen sind, dann gehen Sie zu Ihrem Steuerberater, machen Sie ihn von unserem Angebot aufmerksam, weil dieser Steuerberater hat die Möglichkeit, eine mandantenfähige Lösung für alle seine Mandanten einzusetzen und Ihnen zu einem sehr geringen Preis Zugang zu geben zu unserem vollen Lösungsumfang mit einer Integration in Ihre vorbereitende Lohnbuchhaltung. Dritter und letzter Punkt ist unsere Integration in den LIAS, wo wir schon vordefiniert an die 200 Lernmaßnahmen Ihnen bereitstellen können, wo Sie weitere Lernmaßnahmen, auch eigene Lernmaßnahmen einstellen können und diese dann in der digitalen Akte der Mitarbeiter abrufen können und nachvollziehen können. Nicht zu vergessen das Autorensystem und den Lernkalender. Software Battle, wir treten Sie an. Ja, willkommen in der Folge 9. Hier haben wir nochmal was im System, was wir so in den anderen Folgen nicht behandelt haben. Das ist das integrierte Bewerbermanagement. Und ich muss schon ganz ehrlich sagen, ich finde, das Bewerbermanagement hat in der Tat Best-of-Breed-Ansätze. Wir können damit Multiposting, wir können CV-Parsing, also alles so Stichworte, was schon einen Best-of-Breed-Charakter hat. Und es ist halt eben auch fully integrated in LOGA. Und hier auch mal in dieser Folge ein Highlight, wie ich finde, wie wir wirklich komplett digital vom Bewerbungsprozess bis zum Werdegang des Kandidaten auch dann letztendlich den Kandidaten automatisiert einstellen können. Hat eben eine enorme Verarbeitungsgeschwindigkeit. Was sehen wir hier? Wir sehen die Veröffentlichungen, die gerade platziert sind, auch anhand so eines Ampelsystems. Grün sind jetzt so aktive Veröffentlichungen, die jetzt also auch, wo wir sehen, die sind jetzt noch zum Beispiel bis zum 15.02. Ist die noch veröffentlicht.
Das passt zwar jetzt vom Datum nicht, aber das einfach nur noch mal als Übersicht. Wir sehen hier unsere internen Kollegen, unser Recruitment-Team, administratives Recruitment oder operatives, das spielt jetzt vorerst keine Rolle. Und die werden natürlich auch immer informiert, wenn ein neuer Bewerber eingeht, wenn ein Bewerber beworben wird, wenn ein Bewerber bewertet wird. Wir sehen auch hier so, wie werden unsere Stellen ja aufgerufen auf den unterschiedlichen Plattformen. Das können wir dann einfach mal sehen, wieso seit Veröffentlichung da ja so die Traffic sind. Wir haben hier die Möglichkeit, es natürlich auch direkt mit unserem Stellenplan zu verbinden. Das heißt, wenn der Kandidat eingestellt wird, ist er natürlich auch direkt im Stellenplan auf der Stelle besetzt. Das einmal so zum Einstieg. Wir können uns natürlich individuelle Vorlagen erstellen. Das vielleicht auch einmal ganz schnell, wie sieht so etwas aus? Nehmen wir mal im Bereich Personal, Sachbearbeiter, schauen wir uns das an, dass wir einen Vorlagendesigner haben. Wir können uns das mit unseren Farben, mit unseren Schriften, mit unseren Logos ja, bereitstellen. Wir können Videos einfügen, Bilddateien einfügen, wo wir eigentlich wirklich einen mächtigen Designer haben, um eigentlich unsere Veröffentlichung schön darzustellen. Wie gesagt, hier einfach mal ein paar Beispiele, wo wir das dann auch alles ausgeben können. Gibt natürlich auch viel mehr andere Möglichkeiten. Dann haben wir so, das nennt sich hier in Loga Runden. Das bedeutet, dass ich natürlich so einen gewissen Werdegang habe eines Kandidaten. Der bewirbt sich, dann wird das erstmal selektiert, dann wird ein Interview gemacht. Es kann auch sein, dass wir einen Betriebsrat haben und eine Anhörung machen müssen. Es gibt für Auszubildende unter Umständen ein Assessment Center. Das heißt, wir können natürlich dann auch pro Vorlage eigene Runden editieren. So, ich möchte es wirklich ganz schnell und kurz halten. Sehr mächtiges individuelles Tool. Ein Highlight, was ich angekündigt habe, möchte ich einfach nochmal darstellen, ist, wenn wir jetzt zum Beispiel wirklich mal in so einen Personalsachbearbeiter reingehen, in die Veröffentlichung, da haben wir den Bob Minion, der sich beworben hat. So, und ich finde den eigentlich vielleicht ganz interessant. Kann jetzt natürlich hier direkt mit dem neu planen, kann ihn hier bewerten, kann hier Aufgaben an andere Kollegen weiter delegieren. Wenn ich jetzt so weit mit ihm bin, dass wir doch vielleicht in Vertragsverhandlungen gehen, erstelle ich hier direkt den Arbeitsvertrag. Also deutlich werden soll, ich kann hier alles an diesem Kandidaten direkt weiterleiten, Aufgaben koordinieren und planen. Darüber hinaus navigiert er dann natürlich durch die unterschiedlichen Positionen. Und wir haben auch jetzt hier im Bereich der Personalsachbearbeitung schon so eine Einstellung in Vorbereitung. Das ist, glaube ich, die Silke Rechner, genau. Die wollen wir einstellen. Die ist also zur Einstellung. Und an dieser Stelle können wir der Dame direkt den digitalen Personalbogen zur Verfügung stellen. Das heißt, aus dem Recruitment-Tool wird sie jetzt unseren Vertrag bekommen, unser Vertragsangebot. Wenn sie den unterschreibt und zurückspielt, können wir ihr also auch direkt einen Link schicken, wo sie eben den digitalen Personalbogen hat. Das sind einfach jetzt nur mal Beispiele. Aber wie gesagt, wir können die SV-Nummer erfassen, die Krankenkassenmitgliedsnummer unter Umständen, die ITIN-Identifikationsnummer, die Bankverbindung des Mitarbeiters nicht ganz unwesentlich. Das heißt, auch hier direkt an diesem Prozess per E-Mail, Entschuldigung, da oben, der Zubriefumschlag, per E-Mail senden wir also jetzt dem Kandidaten dementsprechend den Personalbogen per E-Mail zu. Ist alles vordefiniert, hochgradig standardisiert, automatisiert und dementsprechend ja, kann die Kandidatin den Personalbogen dann befüllen. Software Battle, wir treten Sie an. Hallo und willkommen ja, zur Special-Folge, will ich schon fast meinen. Ja, Antwort auf die Frage, was macht Bob eigentlich besonders? Was unterscheidet Bob? Was sind unsere USPs? Gar nicht so einfach zu beantworten häufig. Ich finde aber, in unserem Beispiel ist es sehr, sehr einfach zu beantworten. Und warum ich das finde und was ich finde, seht ihr jetzt in den folgenden 4 Slides. Ich möchte hier zu Beginn ganz einfach starten, und zwar mit einem Zitat von Tony, ehemaliger Zappos-CEO. Und er hat gesagt: Wenn ihr die Kultur richtig implementiert, dann habt ihr viele weitere Sachen wie ein erfolgreiches Unternehmen, erfolgreichen Kundenservice und natürlich auch leidenschaftliche Mitarbeiter von ganz alleine. Und warum sage ich euch das? Warum ist das vielleicht überhaupt so wichtig? Ja, aktuell sind wir in einer wirtschaftlichen Situation, die nicht so leicht ist. Alle fokussieren sich wirklich nach innen, versuchen effizient zu denken. Less is more ist da eine der großen Initiativen aus einer Vielzahl von Gesprächen, die ich höre. Und dann geht es wirklich nicht mehr um das große Hiring, sondern wirklich um die Mitarbeitenden im Unternehmen zu behalten, wirklich die Prozesse, die man hat, effizienter zu gestalten. Und daher ist es natürlich enorm wichtig, sich auf diese Person zu fokussieren, die genau das umsetzen. Weil, wenn wir mal anschauen, was das eigentlich nicht nur für eine Folge oder für Folgen fürs Unternehmen hat, sondern auch für die Mitarbeitenden, sehen wir, und das ist eine ganz schöne Zahl, finde ich, die wir hier unten haben: 34% des Gehalts sind damit in Verbundenheit zu bringen, was Disengagement angeht. Das heißt, wenn ich mich nicht mehr so wohlfühle, wenn ich mich nicht mehr so zugehörig gefühle, es
eine unglaublich große Zahl, ein Drittel des Gehalts, ein Drittel der Personalkosten für alle Mitarbeitenden, die sich nicht mehr so verbunden fühlen. Und das ist eine Zahl, die häufig übersehen wird, weil man häufig eigentlich nur sieht, was kostet mich das, einen neuen Mitarbeitenden onzuboarden, was kostet mich das, bis er wirklich ja, produktiv ist nach dem Onboarding, überhaupt die Recruiting-Kosten. Das heißt, nicht nur Mitarbeitende zu gewinnen, sondern natürlich auch viel mehr die Mitarbeitenden zu halten und darüber hinaus diese auch natürlich effizient arbeiten zu lassen. Und wie arbeite ich effizient? Ich persönlich, da kann jeder wahrscheinlich für sich selbst sprechen, nicht glücklich bin, wenn ich zufrieden bin. Und wie schafft ihr das jetzt als HR-Team? Warum kann Bob da helfen und nicht nur zwischen diesen, ja, diese weichen Komponenten, die ihr vielleicht schon auf der Plattform gesehen habt, sondern auch natürlich, indem man flexibel ist. Was hat sich alles verändert? Wenn ich jetzt mal schaue, ich arbeite seit 4 Jahren, ich habe im Homeoffice angefangen, bin dann in Kurzarbeit, bin dann wieder zurück ins Office zurück und jetzt schauen wir mal an, was sich alles in dieser Konzernwelt auch eigentlich ergibt, dass jetzt wirklich der Office-Zwang mit eingeführt wird. Und das ist natürlich super eine Herausforderung für den Mitarbeitenden, aber auch vor allem für die Prozesse. Und da bringt es eben nichts, wenn ich ein super tolles Tool habe, wo jeder Prozess perfekt durchoptimiert ist. Es verändert sich so viel. Und ich glaube auch, wenn man mal in die Vergangenheit schaut, kann man sehr sicher sein, es wird sich auch in der Zukunft noch viel verändern. Und was passiert in dem Tool, in dem Prozess, wenn sich was verändert? Ja, Automatisierung funktioniert nicht mehr so wie gedacht. Reporting ist auch ein bisschen schwierig, weil vielleicht ein neuer Prozess dazukommt, der am Anfang noch gar nicht bedacht war. Und deswegen sage ich, können wir natürlich da als Bob super, super helfen, weil ich hoffe, ihr habt in den letzten Videos gesehen, dass wir ein Tool sind, was flexibel ist, was ihr selbstständig verändern könnt und was sich vor allem auf Einfachheit und ja, Miteinander der Mitarbeitenden fokussiert. Und glaube ich, das fasst es ganz gut zusammen. Also zum einen die Flexibilität auch, was Wachstum angeht, was Veränderungen angeht, aber auch dieses Zentrieren nach innen auf die Mitarbeitenden, eine Plattform zu schaffen, wo Mitarbeiter wirklich einander kennenlernen, einander lernen und natürlich auch sich zugehörig fühlen, sind Sachen, die häufig vielleicht mal am Ende des Horizonts zu sehen sind, wenn die Prozesse dann irgendwann mal funktionieren. Ich finde, das sollte Teil von dem Tool von vornherein sein. Und wenn man sich mit dem Tool auseinandersetzt, dann sollte es auch möglichst langfristig erhalten bleiben, um eben diese Effekte zu erzeugen. Ich hoffe, das war nicht zu viel. Wie gesagt, Flexibilität, Skalierbarkeit, aber auch der Fokus auf den Mitarbeitenden. Und das beschreibt es für mich gesehen sehr, sehr gut, wofür wir für Bob stehen und ich kann das als Mitarbeitender, der selbstständig Bob als Plattform nutzt, auch nur so wiedergeben und freue mich natürlich auch, da eure Eindrücke zu hören oder bin auch gespannt natürlich, wenn es dazu kommt, euer Feedback zur Plattform zu hören. Dankeschön. Software Battle, wir treten Sie an. Ein herzliches Willkommen zurück. Heute hat der Dirk gesagt, darf ich mich mal komplett frei austoben und mal nennen, warum meiner Meinung nach Personio der richtige Anbieter ist. Tatsächlich mag ich das gar nicht auf einzelne Funktionen festhalten, sondern würde euch gerne mal auf eine kleine Reise mitnehmen. Als ich vor über 4,5 Jahren bei Personio gestartet bin, waren wir rund 180 Mitarbeitende. Mittlerweile sind wir bei über 2000 angekommen. Wenn man überlegt, dass 30% der 2000, also ungefähr 600 Mitarbeitende, in der Produktentwicklung sind, dann hat man vielleicht schon ein Gespür dafür, was denn da in Zukunft auch alles kommen mag. Wenn wir nochmal einen Blick darauf werfen, was hat Personio alles im Produktportfolio enthalten, mag ich euch einfach mal mitnehmen, was in den letzten Monaten und Jahren entstanden ist. Als ich angefangen habe, gab es ein Standardmodul und ein Recruiting. Heute haben wir die weltweit erste Echtzeitabrechnung. Wir haben 360-Grad-Feedback mit drin. Es gibt ein Modul, wo ich Gehaltsrunden planen kann, die auch tatsächlich in meinem Reporting wieder mit auftauchen. Bis hin zum weltweit ersten HR-Ticketsystem, um mal ein paar Highlights zu nennen. Das ist etwas, was in den letzten 4,5 Jahren komplett entstanden ist. Und allein im letzten Jahr sind Themen wie Compensation Management, Whistleblowing, Surveys und die Personio Payroll hinzugekommen. Es macht Spaß auf mehr. Ich kann euch sagen, es gibt eine ganze Menge an Punkten, die für dieses Jahr noch auf der Roadmap stehen und darüber hinaus. Darauf lade ich euch aber gerne in einem weiteren Gespräch einmal ein. Heute möchte ich euch zusätzlich noch zeigen, wie macht sich das eigentlich im Produkt bemerkbar. Für diejenigen, die Personio vielleicht schon ein bisschen länger verfolgen, die werden sehen, hey, hier hat sich ein bisschen was getan. Denn wir haben nicht nur festgestellt, dass neue Apps hinzukommen müssen, sondern auch bestehende sich überarbeiten müssen, das Design sich überarbeiten muss. Und hier sehen wir schon mal einen ersten Eindruck von unserem neuen Design. Und das wird sich jetzt in den kommenden Tagen noch weiter verfeinern. Also alles zusammengefasst, mag ich sagen,
Personio holt euch da ab, wo ihr steht. Wenn ich eine Organisation bin, die jetzt heute noch gar nichts hat und kann alles in einem Tool machen, super. Wenn ich eine Organisation bin, die in vielen Bereichen schon vielleicht gute Lösungen im Einsatz hat, ja, dann werden die mit angebunden. Personio steht im Grunde genommen als Zentrum, als große Datenkrake für euch da und nimmt euch mit auf eine gemeinsame Reise. Deswegen bin ich davon überzeugt, dass wir nicht nur heute, sondern auch in den folgenden 10 Jahren der richtige Partner für euch sind. Software Battle, wir treten Sie an. Herzlich willkommen zur Folge Nummer 9. Viele Interessenten stellen die Frage, was unterscheidet denn HR Puls eigentlich von anderen Anbietern? Und deswegen haben wir die Antwort darauf auch direkt auf unserer Startseite aufgeführt. Also die erste Frage, warum ist denn diese Software schlau oder schlauer als andere? Wir definieren das so, dass diese Software dazulernt. Das heißt, Dinge, die im Alltag vielleicht viel Zeit brauchen oder vielleicht noch nicht die perfekte Usability darstellen, die optimieren wir dauerhaft und permanent. Und das messen wir auch. Das kann man ja messen, wie lange dauert es zum Beispiel, ein neues Mitarbeiterprofil anzulegen, wie lange dauert es, eine Stelle zu besetzen, also echte KPIs, die im Berichtswesen erscheinen. Der zweite Teil, den finden Sie auch direkt auf der Startseite, nämlich hier unten unter den häufig gestellten Fragen. Es gibt 3, sage ich mal, Antworten, die haben wir im Rahmen von Kundenbefragungen ermittelt, die die Kunden typischerweise geben. Das eine ist, dass die Software sehr übersichtlich und selbsterklärend ist, zumindest für Benutzer und Führungskräfte. Das erleichtert natürlich sehr die Akzeptanz und damit auch die Einführung. Admins haben natürlich sehr viele Einstellungsmöglichkeiten. Da macht es durchaus mal Sinn zu schulen, aber bei den anderen Gruppen braucht man es typischerweise nicht. Der zweite Punkt ist, die Software ist sehr stark konfigurierbar. Haben Sie auch in den anderen Folgen schon gesehen. Das hat den Vorteil, dass man halt sehr granular Rollen, Rechte, Workflows, Kompetenzen anpassen darf, kann und damit eben oft sich auf die individuellen Prozesse anpassen kann. Wir geben zwar immer eine Starthilfe, haben Sie auch gesehen, aber trotzdem kann man eben auch vom Standard abweichen und individuelle Einstellungen vornehmen. Und der dritte Punkt, auch der wird sehr oft genannt, bei uns arbeiten ausschließlich Menschen, die viel Erfahrung sowohl im HR-Umfeld als auch mit HR-Software haben, weil wir eben ja in beiden Perspektiven auch beraten während der Implementierung, sowohl fachlich als auch technisch, weil es immer mehrere Wege zum Ziel gibt. Und das ist uns sehr wichtig. Das heißt, wir nehmen Sie wirklich an die Hand, erklären Ihnen nicht nur, wie man ein System einstellen oder konfigurieren kann, sondern überlegen mit Ihnen gemeinsam, ob denn der Prozess, so wie er bis heute läuft, eigentlich sinnvoll ist oder ob man ihn nicht viel schlanker, moderner, effizienter gestalten kann. Und dann diskutieren wir das mit Ihnen gemeinsam, zeigen Ihnen die Optionen zur Umsetzung. Und ich glaube, diese 3 Punkte, die werden Sie auch selber erleben, wenn Sie HR Puls mit uns einführen. Vielleicht nochmal ein Hinweis darauf, wer hat das denn schon getan? Sie sehen hier unten, es gibt auch Bewertungsplattformen, wo genau diese Kriterien auch entsprechend genannt werden. Wir haben über 1 Million Nutzer bereits auf dem System von sehr bekannten Marken wie den hier aufgeführten. Wir haben aber auch sehr viele Mittelständler, auch so echte Hidden Champions in Deutschland mit 200, 300, 500 Mitarbeitern. Und die bestätigen alle, egal ob großer Konzern oder Mittelstand, dass die 3 genannten Punkte schon das Unterscheidungsmerkmal waren, warum sie sich für HR Puls entschieden. Ja, das war spannend, oder? Viele neue Eindrücke, bestimmt auch für euch. Aber es geht ja noch weiter. Wir haben ja insgesamt 10 Folgen. Und wenn ihr diese 10 Folgen nicht alle gesehen habt, ihr könnt hier nochmal schauen, was wir dort haben. Viele werden für euch in der Zukunft noch sein, logischerweise. Aber nach einer gewissen Zeit sind ja alle freigeschaltet. Spult zurück ab dem März, ab dem 15. März ging es bei uns los. Und wir haben auf YouTube eben den Kanal geschaltet. Und er erinnert euch immer wieder, wenn man abonniert hat. Genau, so ist es. Immer wenn was Neues kommt auf dem Kanal. Genau. Also, die nächste Folge wird dann für euch sofort klingeln, wenn ihr bei uns abonniert habt. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge, zur nächsten Staffel. Der Martin und der Dirk. Bis dann. Ciao. Tschüss. Software Battle, wir treten Sie an.